In diesem Video werden Sie ein Brainstorming-Tool anhand eines Beispiels kennenlernen. Wir finden uns auf der Seite Kompetent in Technik und Sprache, kurz KITS, vom Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung. Hier finden Sie kostenfreie und datenschutzkonforme Webtools für einen kollaborativen Unterricht. Unter anderem gibt es hier MindWendel, ein Tool, um digital Ideen zu sammeln. Das Tool ist auch unter dem Link idea.kids.blog zu erreichen. Auf der Startseite von MindWendel haben Sie die Möglichkeit, eine Frage für eine neue Session einzugeben. Um eine bereits existierende Session zu öffnen, brauchen Sie den entsprechenden Link. Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine Ideensammlung von zwei oder mehreren Schülerinnen und Schülern für ihre nächste Projektwoche. Ihre Aufgabe ist es, Ideen und Themen zu sammeln, die Sie gerne während der Projektwoche bearbeiten möchten. Nach einem ersten Brainstorming findet eine Abstimmung dazu statt. Da es im MindWendel keine Chat-Funktion gibt, muss die Gruppe einen separaten Kommunikationskanal nutzen, um sich miteinander auszutauschen. Zum Beispiel können sie sich in einer Videokonferenz treffen. Es können bis zu 5 Labels im Vorfeld definiert werden, die in späterer Phase zur Kategorisierung der Ideen genutzt werden. Je nach Lerngruppe bietet es sich an, die Kategorien mit den Lernenden zusammen zu entwickeln oder diese als Lehrkraft vorzugeben. Wenn die Lehrkraft den Link zum Brainstorming mit den Lernenden teilt, bekommen die Lernenden auch den Zugang und können asynchron bis zum festgelegten Zeitpunkt ihre Ideen einreichen. Nun reichen die Schülerinnen und Schüler entweder anonym oder mit ihrem Namen mögliche Fragen ein. Sobald eine neue Idee gespeichert wurde, erscheinen sie sofort bei MyWendel. Die neuesten Ideen erscheinen oben. Nach Ablauf der Frist kommt die Gruppe nochmal zusammen. Nun kann die Lehrkraft beispielsweise eine Diskussion moderieren und die Gruppe kategorisiert gemeinsam die Ideen. Durch die Diskussion bekommen die Lernenden die Möglichkeit, ihre Meinung über jede Idee zu bilden. Dann werden die Ideen nach Label sortiert, um es übersichtlicher zu machen. Schließlich stimmen die Lernenden per Like-Funktion ab. Dies kann wieder synchron oder asynchron stattfinden. Werden die Ideen nach Favoriten sortiert, können so die beliebtesten Ideen sichtbar werden. Hier kann entschieden werden, wie viele und welche Fragestellungen in der Projektwoche bearbeitet werden. Für die Auswertung können die Ergebnisse auch als Datei oder als einfache Webseite exportiert werden. Sie haben nun das Brainstorming-Tool MindWendel anhand eines Beispiels kennengelernt. In der Praxis lässt sich MindWendel noch vielfältiger einsetzen. Es ist ein hilfreiches Webtool für die Implementierung der 4K-Kompetenzen, kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation und Kollaboration. Nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrerinnen und Lehrer.